Jetzt hört man das Feuer sehr laut, auch immer noch hier. Bildreporter Paul Ronsheimer fährt als erster deutscher Reporter an die Gaza-Front, einen Monat nach dem Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel. Im Hintergrund immer noch hier Gewehrfeuer und immer wieder Explosion, jetzt wie in dem Fall. Und der Kommandeur hat gesagt, dass die Truppen hier ganz weiter kämpfen und jetzt hört man das Feuer sehr laut, auch immer noch hier. Die Lage ist angespannt. Die israelischen Soldaten haben die Waffen im Anschlag. Hier kann jederzeit etwas passieren. Wir haben hier Raketenwerfer gefunden, die Richtung Israel gerichtet waren, erzählt uns der zuständige Kommandeur. Sie wollen uns nicht von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Sie versuchen, Panzerabwehrraketen zu schießen und Sprengfallen zu legen, uns in Hinterhalten zu verletzen. Aber wir töten sie eigentlich alle. Am Anfang waren sie mehr als 1000, jetzt sind sie weniger als 100. Hier sieht man die massiven Zerstörungen durch die Luftangriffe und die Soldaten haben uns gesagt, dass zum Zeitpunkt des Angriffs hier keine Zivilisten mehr gewesen seien. Und als sie ankamen, extrem viele Tunnelsysteme sich hier überall befunden haben, die dann zur Explosion gebracht wurden von der israelischen Armee.